Hallo ihr Lieben, weiter geht's mit Let's Play World of Warcraft. Wie versprochen werde ich jetzt um diese Uhrzeit noch ein paar Folgen aufnehmen. Ein, zwei, je nachdem wie lange ich jetzt noch brauche, um diese fehlenden drei Quests hier in Azuna abzuschließen. Komischerweise laufen die unter Farondes Hochstab. Hofstab, das wundert mich, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. So. Oh, was haben wir denn da schön? Schön ist ein Leystein-Basilisk. Mir ist aufgefallen, das habt ihr jetzt auch im Titel gesehen, der 900. Part dieses Let's Plays ist tatsächlich auch der Part gewesen. Scheiße, oh, what the fuck. Leichte Verzögerung hier. Ist auch tatsächlich der Part gewesen, bei dem wir das Legendary bekommen haben. Also tatsächlich Part Nummer 900 gleich erstes Legendary. Richtig nice. Lustiger Zufall, wirklich. Was es nicht alles gibt. Und das war nicht geskriptet oder so. Also das war wirklich der reinste Zufall. Schön, wie das manchmal so zusammenpasst. Wie das eine zum anderen kommt, ohne dass man wirklich das geplant hat. Aber wirklich schön. Freut mich im Nachhinein wirklich außerordentlich. Das sollte ich übrigens auch machen, alleine weil es hier 750 Ordensressourcen gibt. Ist er das? Jo, das ist er. Was ist das denn hier? Ach, der heilt. Okay. Das kann man, glaube ich, getrost ignorieren. Zack. Das Zeug ist auch ordentlich was wert. So, was ist das hier? Inquisitor Team. Ah, nee, das ist die Geschichte. Ich weiß, was das ist. Dafür müssen wir erstmal diesen Platz finden, von wo man sich aus teleportieren kann. Und glaubt man nicht, ich wüsste noch, wo das gewesen wäre. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Einen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer. So. Ob ich es trotzdem versuche? Boah, das könnte überall sein. Ich glaube, da könnte das gewesen sein, da oben. Hier. Jo, ist es auch. Wir haben ein Ziel für euch in diesem Gebiet identifiziert. Seid also wachsam. Jetzt kann man nur hoffen, dass der auch bisweilen hier nochmal erledigt wird. Also jetzt gerade steht er jedenfalls nicht. Gar nicht so viel Leben, ne? Dann gehe ich jetzt auch einfach mal mit drauf. Sollte ich vielleicht nicht drin stehen bleiben. Ich finde es auch sehr schön, dass Horde und Allianz das gemeinsam hier machen können.
Und nicht, dass wenn Horde pult, für die Allianz eine Sperrung gilt und umgekehrt. So, mal gucken, welchen... Oh, ich komme bestimmt hier hin, ne? Da kann ich mich auch hier direkt hin teleportieren. Betörter Inquisitor und experimenteller Teufelsverderber. Das sind bestimmt Elite. Da wette ich drum. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Weil das Ding wäre sogar schlechter als das, was ich schon habe. Tatsächlich, ausnahmsweise. Hm. Oh, was ist das denn? 8 für 0. Oh. Ja, das hole ich mir gleich. Das hole ich mir auf jeden Fall. Albtraumanhänger. Das machen wir. Das machen wir definitiv. Wo sind denn meine Mates hier? Ja, den brauche ich auf jeden Fall auch nochmal hier. Ich krieg grad ein bisschen viel Schaden. Zu viel Schaden für meinen Geschmack. Mir fehlt auch noch, ja, das Ding fehlt mir auch noch. Und dann brauche ich noch einen weiteren Inquisitor. Frage ist, wo kriegen wir den her? Ein fehlender Inquisitor. Da ist einer. Komisch, da rennen sie auch gleich alle hin. Anscheinend sehr beliebt, das Viech. Zack, das war's. Ich bin im Kampf, bevor ich irgendwas machen kann hier. Ist das ätzend. So, komm, wie komme ich denn jetzt hier vom besten wieder raus? Hier, ne? Und den Quest müssen wir gar nicht mal hier abgeben, fällt mir gerade auf. Praktisch. Wie darf ich helfen? Oh, ich habe mich falsch teleportiert. Wohin habe ich mich jetzt? Mit einem falschen Flugpunkt ausgewählt. Habe ich den hier genommen? Falls ich den hier habe, dann gehe ich kurz hier hin. Und töte diese Makora und Giblins. Wie viele Ordensressourcen habe ich denn? 4-4.
Naja. Das ist gar nicht so viel. Eigentlich müsste ich die Geschichte auch machen, weil es einfach viel Gold ist, was mir hier durch die Lappen geht, wenn ich das nicht mache. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Um Gottes Willen, das ist ja völlig falsch. Völlig falsch. Nehmen wir jetzt mal den hier. Dann ignoriere ich das hier. Oh, wobei. Symphonus. Das sind 440, das wären insgesamt nochmal 1000 Ordensressourcen. Eigentlich sollte ich das machen. Oh, for fuck's sake. Wie gesagt, jetzt wo wir ein Legendary haben, gibt es auch eine potenziell realistische Chance, dass wir noch ein weiteres bekommen. Und wir können im Moment nur ein einziges anlegen, wie ihr seht. Einzigartig anlegbar, Legion, ein legendäres. Aber man kann bis zu zwei haben, so wie ich das mitbekommen habe. Na, machen wir jetzt erstmal hier die Geschichte. Oh, nee. Ich dachte gerade, Teufelsschiefer. Für eine Sekunde hatte ich das Gefühl, meine Augen gaukeln mir da eine andere Farbe vor. Oh, wie komme ich denn jetzt am besten dahin? Wir haben es ja von der anderen Seite ausprobiert und da ging es definitiv nicht. Das heißt, es muss irgendwie von hier aus möglich sein, dahin zu kommen. Ich habe allerdings echt gar keine Ahnung, wie. Versuch's jetzt mal hier, indem ich mich weiter rechts halte. Oh, come on. Ach, ihr mistigen, miesen. Hier. Das sieht doch gut aus. Ein Pfad, der den Berg hinaufführt. Das muss es ja wohl sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich diesen Pfad schon mal abgelaufen bin. Aber das bedeutet nichts. Das ist aber definitiv richtig hier. Mir würde wirklich keine andere Möglichkeit einfallen, wie man zu diesem Punkt auf der Map kommen könnte, außer diesem Pfad hier. Außen führt er genau drauf zu. Ja. 5 Millionen Leben. Das ist ja sogar richtig wenig. Scheiße. Ah, es hat aber noch gereicht. Das war's. Kriege ich eigentlich auch 5? Jo, also insgesamt 6. Sehr schön, sehr schön. Welcher ist denn am cleversten? Der hier? Warte mal, bevor ich gleich sehe, dass das irgendwie noch ausläuft. Das ist noch 21 Stunden aktiv. Warte mal. Erstmal gebe ich jetzt die Quest ab hier. Die Core-Quest, damit wir das schon mal erledigt haben. Morgen kriege ich dann nämlich wieder eine neue.
Bin mir gerade gar nicht sicher. Teufelsschiefer. Warum droppt denn hier nicht mal wieder? Spawnt nicht mal hier wieder dieses scheiß Krokodil, ey. Bei den Leysteinvorkommen gefühlt jedes dritte Mal, aber hier nie. Na komm. Unsichtbarkeit. Das ist so eine der Abilities, die würde ich missen, wenn ich Krieger spielen würde oder so. Das ist wirklich schön. Deswegen sagt mir eigentlich auch der Rogue zu. Aus dem Vanish spielen, aber beim Rogue hast du halt auch die Problematik, dass du relativ wenig alleine machen kannst, weil du halt als Lederrüstungsträger ziemlich große Kellen kassieren musst. Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Elun, sei. Da sind wir doch auch schon respektvoll, ne? Dimensionsreisen. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Elun erleuchte euren Weg. Aber das Ding sollte ich verzaubern. Oh. Oh! 865. WTF. Titanen geschmiedet. Also jetzt im Moment läuft's mit den Loots, ne? Damit erübrigt sich jetzt auch unser ursprüngliches Ziel, nach Valcharat zu gehen und das Ding hier zu machen, weil 845, come on, ich habe 865. Macht ja gar keinen Sinn. Das hier macht aber Sinn. Liebe Leute, dann gucke ich mir das gleich an. Ich mache auf jeden Fall jetzt hier erstmal einen kurzen Cut. Wir hören uns morgen wieder und dann geht's hier weiter mit Let's Play World of Warcraft. Macht's gut, bis dahin. Ciao.